Bilder zurückgelassen am Ort ihres Entstehens. In diesem Atelier lagert die Arbeit vieler vergangener Jahrzehnte. Bilder voller Hingabe, voller Zweifel. Gemalt von Arno Rink, einem der wichtigsten Künstler der DDR. Was lösen seine Bilder aus? Ich bin der Meinung, sie lösen Emotionen aus, weil sie auch Emotionen ansprechen. Sie sind nie glatt. Sie sind nie nur schön. Es ist immer etwas drin, wo man darüber nachdenken möchte. Was macht es mit mir, wenn ich mir das ansehe? Ich glaube schon, dass es etwas ist, was unter die Haut gehen kann. Ich glaube, dass er Bilder gemalt hat, die unter die Haut gehen. Der Südfriedhof in Leipzig. Hier wird Arno Rink im Oktober 2017 begraben. Er ist mit knapp 77 Jahren gestorben. Nach langer Krankheit hat er den Kampf gegen den Krebs verloren. Arno Rink, einer der wichtigsten Künstler figürlicher Malerei der DDR. Wegbereiter der neuen Leipziger Schule. Strenger Professor, engagierter Rektor. Ein wechselhaftes Leben. Seine Witwe Christine Rink, die beiden Kinder Marie-Therese und Daniel sowie sein enger Begleiter und ehemaliger Schüler Neo Rauch haben sich in der Kirche eingefunden. Für Arno. Gott ist grausam. Er hat uns das Liebste genommen. Mir, meinen geliebten Mann, unseren Kindern, den liebevollen Vater und Großvater, den Freunden, den Freund, den Partner, den Weggefährten. Es ist für uns, als hätte sich die Erde aufgetan. Doch Gott ist auch barmherzig und voller Gnade. Er gibt uns die Kraft der Erinnerung. Erinnern wir uns an einen außergewöhnlichen Menschen. Es ist ein langer Zug der Abschiednehmenden. Vielen ist er ein wichtiger Begleiter gewesen. Ein starker und vor allem ein nachdenklicher Mensch. Arno Rink hat sein Leben lang gerungen. Mit seiner Kunst, mit sich selbst, mit dem Leben und dem Sterben. In diesem Haus im Süden Leipzigs arbeitete Arno Rink knapp 40 Jahre. Hier lebte er mit seiner Frau Christine, den Kindern und den Hunden. Jeder Raum ist ein Spiegel seines Schaffens. Überall hängen seine Bilder. Ein Archiv von Erinnerungen an ein Malerleben. Nur stiller ist es jetzt geworden. Es ist ein Haus, das viel erzählt. Über die Liebe zur Malerei. Wie Bilder ein Leben begleiten und sich mit dem Leben verändern. Zurück bleibt das leere Atelier. Papa hat früher mal gesagt, Arbeit im Atelier ist zu 80% schauen und die Bilder angucken und dann, ja, harte Arbeit, durcharbeiten. Er hat Frühstück gegessen und dann ist er ins Atelier. Dann gab es Mittag, dann ist er ins Atelier. Und meist, wenn wir dann schon Fernsehen geguckt haben, war er meist immer noch im Atelier. Also er hat viel gearbeitet, aber er brauchte das auch. Also, das war lebenserhaltend. Arno Rink gehört zum Kreis der Maler der sogenannten ersten Leipziger Schule. Eine Gruppe von Künstlern, die in den 60er Jahren in der DDR zu malen begann. Konsequent immer nur figürlich. Werner Tübke, Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer. Später dann der etwas jüngere Arno Rink.
Sie machten die figurative Malerei der DDR auch über die Mauer hinweg bekannt und bereiteten die Zukunft für die nachfolgende Generation. Arno Rink gilt als der Vater der neuen Leipziger Schule. Ein Mann, der sich auf seinem künstlerischen Weg nie beirren ließ, trotz vieler innerer und äußerer Widrigkeiten. Sein nie versiegendes Interesse galt dem weiblichen Körper und den elementaren Themen des Lebens. Liebe und Tod. Verführung und Verderben. Hingabe und Kontrolle. Freiheit und Humanismus. Doch wer war dieser Mann, dessen Blick auf die Welt bisweilen schmerzhaft entlarvend war? Mutter und Tochter sichten die Werke. Da muss man, darf man das kleine Geheimnis verraten, weil ich finde das so schön an dem Bild. Nämlich, das war ein Foto von einer Reise von uns beiden in England. In England. Meine Mutter ist mit mir und einer Freundin nach England gefahren. Und das Schöne ist, man hatte ja früher noch Film. Und der Film war beschädigt. Und das Foto, das wir rausbekamen, war... Also dieses Schiff gab es natürlich nicht, aber dieses Foto war halb türkis, halb pink. Da gab es mein Vater liebte dieses Foto und hat das dann sozusagen an sich genommen und mit hinter ins Atelier entführt. Ja, und diese beiden Figuren, also genau. Das heißt ich und sie, die geistern durch ganz, ganz viele Bilder einfach. Ja? Hier ist er selbst noch dabei, obwohl er gar nicht dabei war. Ja, das kam ja aus so vielen Fotos zusammen. Ja gut, er hat ja keine Situationen wiedergegeben, sondern Bilder, wie er sie so empfunden hat. Arno Rink wird 1940 in der Kleinstadt Schlotheim in Thüringen geboren. Dort wächst er mit seinen Geschwistern auf. Kunst spielt zu Hause keine Rolle. Der Vater arbeitet als Seefahrer und in einer Spinnerei. Die Mutter ist Hausfrau. Seine Eltern sind überzeugte Kommunisten. Auch Arno Rink tritt als 17-Jähriger in die Staatspartei SED ein. Bereits in der Oberschule entdeckt der junge Arno Rink sein Talent fürs Zeichnen. Er möchte Maler werden. Doch so einfach ist das in der DDR nicht. Nicht jeder darf studieren. Zunächst macht er ein künstlerisches Abitur an einer Fakultät in Dresden, an der Kinder der Arbeiterklasse gefördert werden. Die DDR versteht sich als Arbeiter- und Bauernstaat, dem antifaschistischen Kampf und Sozialismus verpflichtet. Die allmächtige Staatspartei SED, angeführt vom Parteifunktionär Walter Ulbricht, bestimmt über die Lebensentwürfe der Bürger im Osten Deutschlands. Er hat dieses politische System als, nicht jetzt als Belastung für ihn selbst empfunden. Was ihn am meisten gestört hat, war diese Gleichmacherei. Ja, wenn man etwas anderes wollte, ja, was also vielleicht nicht gerade im kommunistischen Manifest stand oder im neuen Deutschland, das hat ihn gestört. Die sozialistische Doktrin der Partei gilt nach der Teilung Deutschlands und dem Mauerbau als Leitlinie der DDR. Nach seiner Schulausbildung möchte Arno Rink Malerei in Leipzig studieren. Kunst in der DDR hatte einen festen Auftrag. Sie sollte dem System dienen, das Arbeiterleben im Sozialismus positiv darstellen. Davon war Walter Ulbricht fest überzeugt. Grundlage des Könnens eines Künstlers muss vor allem sein Weltbild sein. Seine Weltanschauung sein. Zu großer Kunst bedarf es heute mehr denn je eines großen Weltbildes, der Erkenntnis und des Bewusstseins der Perspektive der Entwicklung. Das ist das Entscheidende. Walter Ulbricht erklärte, dass in unserer Epoche das Zukunftsbild der menschlichen Gesellschaft durch den Sieg des Sozialismus, die technische Revolution und die Herausbildung der sozialistischen Nationalkultur gekennzeichnet ist. Arno Rink möchte unbedingt an die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, die auch heute noch zu den renommiertesten Kunstschulen in Deutschland zählt. Doch zunächst wird er abgelehnt. Schließlich hat er Glück und ergattert den frei gewordenen Platz einer schwangeren Studentin.
Er beginnt sein Studium 1962. Die HGB, die Hochschule für Grafik und Buchkunst, hat eine lange Tradition. Sie wurde 1764 als eine der ersten staatlichen Kunsthochschulen in Deutschland gegründet. Buchdruck, Lithografie und Grafik sind Kern der Ausbildung. In den 60er Jahren kommt Malerei als neuer Lehrbereich hinzu. Werner Tübke, Bernhard Heisig, berühmte Künstler der DDR, lehren hier. Die Hochschule entwickelt sich zur Hochburg für figurative Malerei. In den 60er Jahren noch mit einer klaren Ideologie. Mitte der 60er Jahre wurden die Kunsthochschulen in der DDR auch als politisches Instrument genutzt. Gerade in Leipzig gab es eben eine programmatische Entscheidung, auch dort die Hochschullehrer eben mit Künstlern zu versehen oder mit die Position mit Künstlern zu besetzen, denen man eine bestimmte Aufgabe und Rolle zuschrieb. Kunst hatte in der DDR einen Auftrag zu erfüllen. Sie sollte staatstragend und staatsdienlich sein und deswegen auch verständlich sein. Deswegen auch dieser Vorsatz, einen sozialistischen Realismus als Stil zu etablieren. Aber dann zunehmend eben zu merken, dass diese Vorgaben auch Schwierigkeiten bargen und dass sie eben ein Skelett auch darstellten, in das man sich dann hineingepresst fühlte. Arno Rink fühlt sich in den ersten Jahren dem sozialistischen Realismus verpflichtet. Er malt Motive aus der Lebens- und Arbeitswelt. Doch schon damals lotet er als Künstler die Grenzen aus, unterwirft sich nicht völlig der Staatsdoktrin, sondern arbeitet an deren Rändern. Zu verdanken hat er diese Freiheit auch seinem Lehrer Bernhard Heisig, der sich vom System nicht einschränken lassen will. Und der eine reagiert auf die Blumen und der andere reagiert auf das Drama, nicht? Und er ist auf jeden Fall keiner, der auf Blumen reagiert. Der Einfluss der Moderne ist in der DDR sehr präsent und packt auch den jungen Rink. Seine frühen Bilder ähneln unübersehbar seinem Vorbild Max Beckmann. Jedenfalls war er von vornherein auf das Dramatische aus. Und was ich sehr wichtig finde, schloss auch das Persönlichste nicht aus. Und es war eigentlich ziemlich schnell zu erkennen, dass er sich ständig in einem Reibungsfeld befand. Der über die Grenzen der DDR hinaus bekannte Bernhard Heisig wird als einer der ersten Maler in den 60er Jahren an die Hochschule beordert, um eine Fachklasse für Malerei aufzubauen. Doch man unterschätzt den ehrgeizigen Freigeist Heisig. Der sozialistische Realismus ist für ihn keineswegs eine feste Doktrin. Ja, und es gibt ja Leute, die sagen, also nur das sei sozialistische Kunst, indem eben die großen Stoffe der Gegenwart abgehandelt werden. Das stimmt nicht. Stimmt nicht. Der Mensch ist einfach zu vielschichtig angelegt und er muss auf alle Fragen eine Antwort bekommen, jedenfalls von der Sicht dessen, der sie gerade beantworten will. Heisig verlässt die Hochschule im Streit, kehrt in den 70er Jahren rehabilitiert zurück und wird schließlich sogar Rektor. Als renommierter Künstler weiß er um seine Möglichkeiten. Mit guten Kontakten und geschickter Argumentation kämpft er für eine freiere Lehre. Es gab natürlich Vorgaben, aber die Vorgaben wurden von der Hochschule, glaube ich, zur Kenntnis genommen, aber nicht wirklich umgesetzt. Und die Professoren als jemand, der in dieser Doktrin, der sich dieser Staat und auch natürlich die Schule befand, die versucht, mit ihrer Persönlichkeit dagegen zu wirken. Also Heisig hat zum Beispiel gesagt, es tut ihm so leid, aber er hat gar keinen Platz für das Fach Marxismus-Leninismus an seiner Schule. Es sind zu wenig Zimmer. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das war schon ein klares Zeichen auch natürlich. Als Arno Rink 1968 sein Diplom macht, ist er noch verpflichtet, eine Arbeit abzuliefern, auf dem eine Gruppensituation abgebildet sein muss und eine Szenerie, die dem Sozialismus huldigt. Das Lied vom Oktober handelt von der Russischen Revolution. Es ist jedoch alles andere als eindeutig lesbar. Sein Diplombild, das Lied vom Oktober,
ist ja ein großartiges Konglomerat von Versatzstücken des politischen Diskurses. Und darum ging es. Einfach ein Stück Malerei geschehen zu lassen auf dem Schmierfilm der ideologischen Indoktrination. Die Diplomarbeit ist ein Simultanbild. Die Gleichzeitigkeit der Motive und des Geschehens bringt ihm großen Respekt ein. 2 Jahre später präsentiert er eine Fortsetzung, das Lied vom Oktober 2. Russland als der große Bruder des Sozialismus ist für viele Künstler der DDR eine wichtige Inspirationsquelle. Die Literatur, die Filme, aber auch das Land selbst bieten viel Stoff. Da es wegen des Reiseverbots kaum möglich ist, in den Westen zu fahren, unternimmt Arno Rink Reisen nach Russland. Arno Rink war in diesen Jahren auf Studienreisen in Russland. Er war selber kurz davor erst aus der Universitätslehre gekommen und hat dann in Weißrussland den Bau einer Banja, eines Badehauses, begleitet und stellt sich dann hier in dem Werk als, man könnte sagen, als Arbeiter da, mit Helm und einer Montur wie ein Bergarbeiter. Aber man fragt sich doch, ob ein Arbeiterheld hier wirklich zu sehen ist oder ob es nicht wirklich auch eine sehr kritische, selbstkritische, selbstreflektive Auseinandersetzung ist mit diesem Typus des Arbeiterbildes, das natürlich in der DDR gerade in diesen Jahren auch noch eine ganz wichtige Bedeutung besitzt. Arno Rink emanzipiert sich zunehmend von der Doktrin des sozialistischen Realismus. Kunstbücher über den Surrealismus und Dalí inspirieren ihn. Und die weltpolitische Lage gewinnt mehr Raum. Canto Libre, eines seiner Hauptwerke, reflektiert den Kampf gegen den Putsch in Chile. El verso es una paloma que busca donde anida. Canto Libre ist ein Titel einer Schallplatte von Victor Jara aus dem Jahre 1970. Victor Jara war ein chilenischer Liedermacher und Filmregisseur, der 1973 nach dem Putsch von Pinochet ermordet wurde. Die Ermordung löste weltweit große Bestürzung aus, auch bei Künstlern der DDR. In seinem Werk Terror 2 wird Rink noch deutlicher. Schnörkellos malt er die Brutalität des totalitären Systems in Chile. Für uns war die 73er Situation in Chile genauso dramatisch wie der Tod von Kennedy und wie der Vietnamkrieg. In der Zeit erlebte man zunächst den Vietnamkrieg, dann war der Vietnamkrieg fast zu Ende, dann putscht der Pinochet. Ich will nicht sagen, dass ich das weiß, aber ich nehme an, da waren auch andere größere Mächte daran beteiligt. Dass das die Menschen bewegt, ist doch normal. Das war die erste demokratisch gewählte marxistische Regierung unter Allende. Und 3 Jahre später, der Putsch, hat die linksdenkende Mehrheit ziemlich erschüttert und betroffen gemacht. Und ich glaube, das war ein Thema, mit dem man sich auch auseinandergesetzt hat. Ein Staatsterror eben dargestellt durch Polizisten, die wehrlose Menschen prügeln. In dieser Zeit entsteht auch das Werk mit dem programmatischen Titel Die Unabhängigen. Freiheit ist ein zentrales Thema, das Rink als Bürger eines totalitären Systems massiv beschäftigt. Die kritischen Botschaften verstecken sich in Metaphern von maskierten oder gefesselten Menschen. Anfang der 60er Jahre lernt Arno Rink in Leipzig Christine Mengering kennen. 1967 heiraten die beiden. Das Paar bekommt 2 Kinder im Abstand von 13 Jahren. Sohn Daniel und Tochter Marie-Therese. Zur Tochter entwickelt Arno Rink ein besonders inniges Verhältnis. Bereits als kleines Mädchen verbringt sie viele Stunden im Atelier ihres Vaters. Ich durfte hier Buden bauen und habe alles vollgemalt und durfte auch alles nehmen. Also es gab keine Grenzen, was ich verwenden durfte. Es war immer herzlich und er hat immer gemalt, das weiß ich noch. Und dann habe ich ihm immer wieder was gezeigt. Und dann hat er halt geguckt, so wie das halt Kinder machen bei ihren Eltern. Aber naja, es war halt, er hat halt nebenbei gearbeitet. Ich glaube, das war nicht so einfach für ihn. Unter dem Namen Oskar Rink arbeitet sie heute selbst als Künstlerin. Das Werk ihres Vaters ist ihr sehr vertraut.
Da war er nie so zufrieden, aber er hat immer wieder und immer wieder, dann hat er es wieder weggestellt. Und am Schluss hat er es zum Glück so gelassen, weil wir hatten die ewige Diskussion, da der Torero ist ja noch sehr, sehr durchgearbeitet mit sehr geraden Linien und so weiter. Und es gab halt immer diese riesige Fläche. Und dann hatte ich ja schon erzählt, zu dem Zeitpunkt habe ich aus Papier gerade wieder gebaut und hatte lauter, und hatte lauter Kästen, die eben verschiedene Farben hatten, verschiedene Rottöne. Und die gefielen ihm so gut. Und dann hat er versucht, diese Kästen nachzuahmen und hat die hier so eingesetzt. Und dann ging es aber immer um die Diskussion, was macht man denn sonst noch? Und dann durfte ich habe extra gefragt, durfte ich die Linien ziehen? Und dann durfte ich die Linien ziehen und dann ging es darum, wie viel lässt man von diesen abstrakten Kästen stehen? Auf was sitzt sie? Dann haben wir da so rumgemalt. Und das war, was ich an dem Bild so liebe, ist, dass es so viele Zeiten immer wieder vor und zurückgeholt wurde und dass wir da so viel reingewurschtelt haben, was vielleicht an sich eher gar nicht so wäre, aber er hat es ausprobiert und das finde ich so spannend. Das ist echt ein Lieblingsbild mit von mir, weil es auch ein bisschen uns bedeutet. Arno Rink hält nichts verborgen. Seine Sehnsüchte und Ängste. Alles wird zum Malstoff. In sein Tagebuch schreibt er: Laden wir nicht unsere privatesten Probleme ohne Filter auf den armen Betrachter ab? Da ich ja lange in diesem Haus groß geworden bin und meine Mutter zum Beispiel auch eine sehr starke Frau ist und mein Vater immer ein starker Mann war, gab es auch dort viele ganz elementare Reibungen zwischen Mann und Frau, dem klassischen Bild. Ja. Christine Rink ist eine selbstbewusste und mondäne Persönlichkeit. Zunächst arbeitet sie als Antiquitätenhändlerin. Später leitet sie die Galerie der Hochschule. Sie darf nach mehreren Anläufen in den Westen reisen, allerdings immer nur ohne Familie. Dort knüpft sie Kontakte zu Museen und Galeristen. Engagiert und couragiert bringt sie aktuelle Positionen der westlichen Kunstszene nach Leipzig. Die amerikanische Pop-Art, Beuys. Nicht immer einfach für den Ehemann, der sich aufs Figürliche konzentriert. Ich habe immer gesagt, wir haben die Sinuskurve erfunden, ja. Und wenn sie 5 Jahrzehnte zusammen sind, das ist schon, da gibt es nicht nur die große Liebe und da gibt es nicht nur Highlife oder sonst was, da gibt es alles, alles. Die wechselvolle Beziehung zwischen Mann und Frau. Arno Rink hat sein Lebensthema gefunden. Die Versuchung. Ein Titel, der immer wiederkehrt. Und ein Thema, das sein Gesamtwerk dominiert. Der Maler selbst erscheint hilflos gefangen in den Fesseln der Erotik. Die Begierde wird zur Kulisse für Sehnsucht und Bedrohung. Aber Sie wissen schon, dass die Versuchung auch ein Dämon ist, ja? Und ein nicht zu unterschätzender. Immer wieder der weibliche Körper. In allen Facetten. Die Obsession des Künstlers ist sein Hauptmotiv. Er war ein großer Erotomane. Er liebte Schönheit in jeder Form, in wirklich jeder Form. Und der nackte Körper, das war für ihn schon ein Faszinosum. Auch die Kunstgeschichte wird immer wieder zitiert. Wie das berühmte Frauenporträt von Gustave Courbet. Die Rolle der Frau in Arno Rinks Werk ist eine sehr dominante. Die Sexualität spielt zentral eine Rolle. Er ist oft Voyeur, Beobachter. Oder nach Courbet, dem Ursprung der Welt, Frauen mit eindeutiger Haltung. Im Grunde ein Philip Ross der bildenden Kunst. Arno Rink ist fasziniert von starken Frauen mit erotischer Ausstrahlung.
Wie oft töten wir die Sehnsucht in uns, weil wir denken, sie dürfte nicht sein, notiert er in seinen Aufzeichnungen. Er hat die Schönheit der Frau, das Erotische, die erotische Ausstrahlung gezeigt. Und er war ein Meister darin. Er ist ein Meister, die Frau zu erfassen. Und egal, ob sie jetzt schön oder nicht so schön, dick oder dünn ist, sie hat immer die erotische Seite einer Frau aufgezeigt. Die sinnlich Nackte und der schmerzhaft Gebeugte. Rink hadert mit der Erotik. Zeigt sich zutiefst verletzlich. Wunschlos unglücklich, beschreibt er sich in seinem Tagebuch. Das Gefühlsleben des Malers ist ein wechselhaftes. Selbstzweifel und Ängste sind prägende Erfahrungen. Seine inneren Kämpfe höhlen ihn bisweilen aus. Immer wieder leidet er unter Depressionen und zieht sich zurück. Ich muss irgendwann mal begreifen, wer ich eigentlich bin. Ja? Und ob der Begriff innere Immigration, ich weiß nicht, wie man dazu sagen sollte oder was die Sache am besten beschreiben würde, aber der Tatbestand ist einfach vorhanden. So viel wie möglich Einflüsse von außen erstmal abzuschirmen, um dann vielleicht in dem entstehenden Umfeld oder in vielleicht auch Vakuum dann letzten Endes zu sehen, wer bin ich eigentlich. Gerade diese Christusfiguren, die immer wieder auch in seinen Bildern auftauchen, kann man, glaube ich, schon als alter Ego verstehen. Also es geht bei ihm, denke ich, oft genug um den Spiegel der eigenen Befindlichkeit im Mythos auch. Und ich glaube, da ist der Bezug gerade zu Gemarterten, Gekreuzigten, zu Leidenden nicht zu übersehen. Die griechische Mythologie ist für viele Maler der DDR eine wichtige Vorlage. Die Figur des Ikarus taucht im Werk Rinks immer wieder auf. Der Waghalsige, der fliegen will, der ewig nach Freiheit strebende, der sich am Ende die Flügel verbrennt und abstürzt. Auch die Ikonografie der Bibel ist nicht anfechtbar, wie die Geschichte von Lot und seinen Töchtern. Die Töchter, die ihren schlafenden Vater verführen, um schwanger zu werden. Dominante Weiblichkeit und verbotene Fantasien. Und der ausgemergelte Arno Rink mitten im Geschehen. Die tradierten Geschichten dienen den Künstlern in der DDR als politisch unverfängliche Symbole. Es geht um Freiheit, das menschliche Scheitern. Zwischen den Zeilen war vieles lesbar. Man konnte dagegen schwer was sagen, weil es ein antiker Stoff war. Man konnte ihn bearbeiten und man konnte ihn so oder so lesen. Hm? Arno hat schon sehr klar gewusst, dass er gerade in der DDR-Zeit in einer Situation lebte, wo man sich natürlich kompromittieren konnte, wie auch immer. Er hat sich zurückgezogen in diese Dinge. Also zu sagen, dass er ein Widerstandskämpfer gewesen wäre, das wäre, man weiß Gott, zu viel. Aber man musste in dem System klarkommen oder man ist weggegangen. Darüber nachgedacht hat er oft. Doch Arno Rink bleibt und macht an der Hochschule Karriere. Er wird Professor unter seinem ehemaligen Lehrer Bernhard Heisig. Der ist ein dominanter Rektor und schafft es, die Hochschule von Politik weitestgehend freizuhalten. Dieses Erbe setzt Rink ab 1987 als sein Nachfolger fort. Wir konnten dort alle arbeiten, wie wir wollten, ohne uns politisch verbiegen zu müssen. Und diesen Status quo aufrechtzuerhalten, was Heisig eingeführt hatte, das hat er halt durchsetzen müssen. Und das war natürlich nicht einfach. Ich weiß zum Beispiel, dass er einen sehr guten Draht hatte zu dem Kulturministerium, dass er eben Gespräche gab, dass Dinge immer wieder besprochen wurden und dass gesagt wurde, wir müssen das so und so machen. Also wir können nicht politisch arbeiten. Und das hat er vom Hause fernhalten können. Die meisten Künstler sind im Verband der bildenden Künstler, eine Art Gewerkschaft, die den Zugang zu Stipendien und Reisen und steuerliche Vorteile ermöglicht. Auch Rink wird 1975 Mitglied und reist danach nach Italien, Indien und in die Bundesrepublik. Der systemnahe Verband ist für ihn als Rektor auch ein Netzwerk.
Die Kongresse im Palast der Republik nutzt er auch, um den Genossen des Politbüros seine Standpunkte klarzumachen. Wenn Sie in einem System sind und dann als Rektor einer Hochschule tätig sind, sind Sie einfach verpflichtet, mit dem System zu korrespondieren. Nun kann man sagen, man kann das ablehnen. Richtig, das kann man machen. Aber in dem Fall muss ich sagen, bin ich sehr glücklich darüber, dass Arno das gemacht hat, weil er eine bestimmte Entwicklung an dieser Position für die Kunst und für seine Hochschule beeinflussen konnte. Arno Rink ist ein Hochschulprofessor mit Format. Seine Stimme hat Gewicht. Sein Auftreten ist resolut. Jemand, der eine natürliche Autorität ausstrahlte, die man eigentlich nicht in Frage stellen wollte. Neo Rauch sollte wenige Jahre später sein erfolgreichster Schüler und für einige Zeit sein Nachfolger als Professor werden. Die beiden Maler sind sich bis zum Tod Arno Rinks sehr nah. Die unbeirrbare Hingabe zum Bild und eine große, selbstzweiflerische Sensitivität verbindet sie. Wobei sein Inneres wahrscheinlich eine Art Vorhölle gewesen sein muss. Denn ich habe nie jemanden erlebt, der so zerrissen und selbstzweiflerisch war wie Arno Rink. Nur konnte er das durch stabilisierende Zurüstungen in Form einer nach außen wirkenden Korsettage ganz gut kaschieren. Ein Getriebener, ein Verlorener, einer, der immer wieder aufsteht. Zweifel und Verzweiflung sind sich sehr nahe. Arno Rink schont sich nicht. Die inneren Zerwürfnisse schwächen ihn und geben ihm zugleich die künstlerische Kraft zum Malen. Also es war wirklich dieses typische, heute bin ich King of the World und morgen bin ich das Letzte. Auch dieser Eigenhass, den es oft gab. Und dieses, ich genüge nicht und ich schaffe das nicht. Aber dann wieder draußen in der Öffentlichkeit, wie das auch viele Persönlichkeiten können müssen, dann der Starke und dann baut man sich halt auch so eine Mauer auf, die dazu da ist, sich selber zu schützen. Der Windhund, der Porsche, die Waffensammlung. Rink hat viele Rüstungen, doch schützen können sie ihn am Ende nicht. Ich kann mir meinen Vater ohne Zweifel und Ängste gar nicht vorstellen, sag ich ehrlich. Also das ist ein ganz, ganz großer Teil seines Lebens, seines Werkes. Arno Rink geht nicht zimperlich mit sich um. Die Selbstbildnisse sind Zeugen seiner Seelenzustände. Schmerzhaft direkt, das Gesicht von groben Strichen verwüstet. Ich misstraue den strahlenden Helden, die unbeirrt durch unsere Welt gehen, ohne jede Anfechtung, ohne jeden Zweifel, schreibt er. Ich habe meinen Mann in all diesen Phasen, ja, wenn man 5 Jahrzehnte zusammen ist, erlebt man ja diese ganzen Phasen auch. Und bis hin zu stationären Aufenthalten und so. Dort war es nur dann immer so, dass wenn er dann 3 Tage dort war, da fing die Gruppe an zu malen. Ja, also er war ein, ja, er konnte dominieren, ja, und hat die Leute eben dann überzeugt, dass Malen ist das Beste. Das Atelier ist Zufluchtsort und Rettungsanker, aber auch eine Trutzburg gegen die sich dramatisch verändernde politische Lage im Land. Die Planwirtschaft treibt in den 80er Jahren die DDR an den wirtschaftlichen Abgrund.
Die Unzufriedenheit der Bürger nimmt sukzessive zu. Das System der sozialistischen Staatsdoktrin wird zur Staffage. Die Menschen spüren, es muss sich etwas ändern. Die politische Situation in den 80er Jahren, die wird auch so reflektiert über dieses Dunkle, dieses Schwarze, wo der Aufschrei kommt, ja, der mentale Aufschrei letzten Endes. Und es ist ja auch so gewesen, wir wussten ja, letzten Endes wussten wir ja auch nicht, was passiert, ja. Die politischen Machthaber tun unterdessen so, als wäre alles in bester Ordnung. Erich Honecker 1987 bei der Eröffnung einer großen Kunstausstellung in Dresden. Die Genossen folgen ihm ohne Widerspruch. Auch Arno Rink erfüllt offiziell noch seine Rolle als systemtreuer Maler und versucht dem kunstfernen Staatschef und dessen Entourage seine Bilder nahezubringen. Das mittlere Bild, ein Musikstillleben fürs Leipziger Gewandhaus. Das ist also der Versuch, ich weiß nicht, wie weit er geglückt ist, der Versuch, die Vorstellung von Musik, natürlich einer bestimmten Musik, einer ernsten klassischen Musik, in Form und Farbe zu fassen. Also, ja, zum Beispiel, nicht? Dort irgendwas reinzukriegen, was also von Schwimmen, von Läufen, ja, überhaupt, was einem so überkommt und was immer so schwer darstellbar ist und was höchstwahrscheinlich in der Folge auch weiter eine Rolle spielen wird bei mir. Also der Versuch jetzt, Musik in Form umzusetzen. Man hat eher gemerkt, dass das alles zu einem surrealistischen Theater geworden ist. Also alles, Verbote, die man überschreitet und nichts passiert. Leute, die eigentlich die Hüter des Gesetzes waren, die plötzlich sich andienten an diejenigen, die gegen diese Gesetze waren. Also man merkte das Auflösen eines Systems. Nackt und schutzlos. Arno Rink ist zutiefst verunsichert von der politischen Entwicklung in der DDR. Die Nacht entsteht in der Zeit des Umbruchs. Das ist ein Bild, das in der Zeit der Wende oder kurz vor der Wende entstanden ist. Und da hat er mir einfach erzählt, wie dann draußen auf der Straße Menschenmengen vorbei sind und skandiert haben. Und das ist natürlich schon eine sehr bedrohliche Situation. Und diese Angst, die hat er wirklich also auf seiner bloßen Haut gespürt. Und das war auch ein Grund, warum er sich dann auch so dargestellt. Also einfach nackt, ja, ohne Schutz, dem Pillen der Menschheit oder auch der zeitpolitischen Ereignisse vollkommen ausgesetzt. Die Weltlage ändert sich. Die brutal niedergeschlagenen Studentenproteste in China oder die Botschaftsbesetzung in Ungarn haben Folgen in der DDR. Es beginnt mit den Montagsdemonstrationen in Leipzig. Die Menschen gehen auf die Straße und kämpfen für Freiheit. Rink selbst demonstriert nicht, steht aber öffentlich auf der Seite der Demonstranten. Er war als Rektor jemand, der einfach Position bezogen hat. Und zwar die Position der Demonstranten, ja. Und weil er wusste, es geht nicht weiter. 1989 dann der Mauerfall. Das System der DDR findet auch symbolisch sein endgültiges Ende. Eine neue Zeit bricht an. Niemand weiß, was passieren wird. Bei aller Euphorie kommt auch eine große Unsicherheit auf. Die Mauer muss weg. Aber was kommt dann? Die Künstler der Leipziger Schule sehen sich mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Die Zukunft der Professoren der ehemaligen DDR steht auf dem Prüfstand. Kommissionen ziehen durchs Land und entscheiden, wer im Osten an einer Hochschule seinen Job behalten darf. Es folgen politische Anfeindungen aus dem Westen. Dass es ihm sehr weh getan hat, war diese Zeit, in der er nach der Wende auch einfach mal in diese Propagandaschublade gesteckt wurde. Es gibt die Probleme der Staatskünstler, es gibt die Probleme, dass man Arschloch ist und so weiter und so fort. Ja, und damit musste man klarkommen. Es ist vor allen Dingen auch diese Geringschätzung, diese Nichtwertschätzung. Das war für ihn eine ganz schlimme Zeit, weil er an sich zweifelte, weil er psychisch an Grenzen geriet, die er dann so zum Ausdruck brachte, wie er es dann gemalt hat.
Das brennende Atelier. Lodernde Flammen. Arno Rink befindet sich in der schwersten Krise seines Lebens. Die Realität ist bitter. Von den Künstlern der DDR hält sich der Westen fern. Man will sich politisch nicht die Finger schmutzig machen. Figürliche Malerei sei tot, heißt es. Videokunst, Fotografie und Abstraktion sind jetzt angesagt. Zwischen der Ost- und Westkunst gibt es keine friedliche Wiedervereinigung. Rink fragt sich, ob er noch Maler sein kann in dieser neuen Zeit. Man spürt den Schmerz, man hört den Schrei, wie er mit sich selbst kämpft und genau weiß, dass sich die Kunst in eine ganz andere Richtung entwickelt hat bereits. Aber ja trotzdem, weil auf ihn Verlass war und viele ihm vertraut haben, vor allem auch die jungen Künstler. Und deswegen ist er ganz konsequent seinen Weg weitergegangen. Arno Rink zieht sich zurück und besinnt sich auf das, woran er immer geglaubt hat. Es gibt kein tragendes Argument, dass Realismus heute den Betrachter nicht mehr erreicht. Es ist die umfassendste, wirklich anschaulichste Mitteilung über die Welt. Was soll jemand, der figurative Malerei betreibt, sollte auf einmal abstrakt werden, nur weil sich das Land in ein anderes System begeben hat? Und dann kam ich mal zu ihm hin, da malte er ganz fröhlich. Ich glaube, es war sogar eine Versuchung wieder. Da sagte er, ich will dir eins sagen, jetzt bin ich drüber weg. Das, was ich male, das können so viele Leute nicht. Ich bin richtig gut und aus diesem Grunde male ich jetzt so weiter, wie ich es bisher gemacht habe. Rink lässt sich durch kommerziellen Misserfolg nicht aus der Ruhe bringen. Er konzentriert sich auf seine Bildwelten, sein Personal, wie er es nennt, und findet langsam wieder Stabilität. Als einziger Hochschulrektor der DDR behält er nach der Wiedervereinigung seinen Posten bis Mitte der 90er Jahre. Und bleibt auch Professor für Malerei. Er lehrt, entgegen des Trends in der Kunstszene, weiter konsequent figurative Malerei. Im Wesentlichen hat ihn das Verantwortungsgefühl im Amt gehalten. Wer soll es machen, wenn nicht er? Er wollte das Feld einfach nicht so kampflos räumen. Er wollte das Haus nicht vor die Hunde gehen lassen. Er war derjenige, der es geschafft hat, die Malerei auch in den schwierigen Zeiten dann nach der Wende einfach an dieser Hochschule etabliert zu halten. Ohne Arno Rink gäbe es die neue Leipziger Schule, wie es immer benannt wird, überhaupt nicht. Arno Rinks Treue zur figürlichen Malerei zahlt sich aus. Zur Jahrtausendwende beginnt für die Kunstszene in Leipzig eine neue Zeitrechnung. Die Hochschule für Grafik und Buchkunst wird völlig unerwartet zum neuen Hotspot der internationalen Kunstszene. Eine junge Malergeneration, die bei Arno Rink studiert hat, wird plötzlich als neue Leipziger Schule gefeiert. Als Professor hat er seinen Schülern nichts geschenkt. Die allererste Frage war zumeist, was gefällt Ihnen an diesem Bild denn am wenigsten? Oder was glauben Sie, könnte das Problem sein? Das war in 99,9% der Fälle seine allererste Frage. Lob kam in sehr subtiler Form, wenn dann nur mit einem kurzen Nicken und das zur Kenntnis nehmen und zum nächsten Bild, also zum Problembild gehen. Oder es kam ein beiläufiges, gut, ja, das kann man so machen. Er war einfach fesselnd ehrlich und deswegen war er so ein kostbarer Lehrer für uns als Studenten, weil als Student weißt du überhaupt noch nicht, wo du hin willst. Und wenn dann jemand daherkommt, der sagt, du, das ist ganz schick, das führt dich weiter, dann ist es ein denkbar schlechter Weg, um dich zu entwickeln, als jemand, der sagt, mit Gegenfragen dich erstmal, also ganz sensibel auch dahin bringt, herauszufinden, was treibt dich überhaupt an. Der Vorteil von ihm als Lehrer war ja, dass er nicht lauter kleine Arno Rinks produzieren wollte, sondern dass er versuchte zu erspüren, was macht das Gegenüber als Menschen aus oder als Künstlerpersönlichkeit aus und wie kann er versuchen, mit seinen Mitteln und mit seiner Erfahrung auch mit seiner eigenen Suche, das dann zu entwickeln. Die Lehre fruchtet. Weit mehr, als Arno Rink sich das je hätte vorstellen können. Nach Jahren der Missachtung werden seine Schüler zu Superstars.
Ihm ist es, glaube ich, zu verdanken, dass die sogenannte Neue Leipziger Schule überhaupt entstehen konnte. Weil er hat junge Menschen gefördert und gefordert, dass sie malen, dass sie eine handwerkliche Ausbildung bekommen, was ja jetzt heute nicht mehr der Fall ist in dem Maße. Und er hat damit gezeigt, dass Leipzig ein großer Punkt ist oder eine Kaderschmiede für Maler war. Ja, dort wurden gute Maler ausgebildet und die sind heute in der ganzen Welt vertreten. Neo Rauch wird zum Vorreiter der neuen Malergeneration. Seine Bildwelten faszinieren und elektrisieren den hungrigen Kunstmarkt. Plötzlich spricht man von einem Malerstar. Jets aus den USA fliegen nach Leipzig ein. Käufer reißen sich um die Werke. Die neue Leipziger Schule ist die neue Nummer 1. Nach den drögen 90er Jahren, in denen Malerei schlichtweg nicht existierte, nicht von niemandem eigentlich wahrgenommen wurde, weder von Kuratoren noch von Sammlern, noch von Kunstberichterstattern jeglicher Art, dann plötzlich sich in einem solchen Aufwind des öffentlichen Interesses wiederzufinden, das hatte schon eine gewisse Genugtuung zur Folge. Viele Maler profitieren von dem neuen Hype, wie Christoph Ruckheberle, Michael Triegel, Hans Eichinger, Uwe Kowski, Tim Eitel, David Schnell, Matthias Weischer oder Katrin Heichel. Es war schrecklich und auch ganz schön, alles gleichzeitig, muss ich mal sagen. Also es kamen schon unheimlich viele Leute, die sich quasi wie die Fliegen eigentlich auf alles gestürzt haben, was in dieser Hochschule gepinselt wurde. Es ist von außen, man hat eine Begrifflichkeit im Ganzen übergestülpt. Wir haben alle mehr oder weniger davon profitiert. Aber es gibt einfach, wenn man genauer hinschaut, doch sehr, sehr viele individuelle Handschriften. Wer damals schon in seinen 50ern war, für den war der Zug eben abgefahren. Und da muss ich sagen, ich habe allergrößte Hochachtung vor seiner Souveränität, mit der er unseren Erfolg mit väterlicher Güte verfolgte. Der Erfolg der Schüler färbt nicht auf den Lehrer ab. Arno Rink zieht sich aus dem kommerziellen Kunstbetrieb völlig zurück in sein Atelier. Im Alter von 57 Jahren wird bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert. Eine Operation und Chemotherapien folgen. Doch als engagierter Professor unterrichtet er weiter. Die Krankheit scheint überwunden, kommt wieder. 2005 emeritiert Rink. In diesen Jahren des persönlichen Umbruchs entstehen Landschaften von ungewohnter Weite. Farbflächen von poetischer Schönheit. Genau. Und er hat immer gesagt, dass das schon viel Mut bedeutet, so viel Schwarz stehen zu lassen. Das stimmt. Also es wirklich einfach auch stehen zu lassen und es zu wirken. Aber er hat auch immer gefragt, geht das überhaupt? Geht das überhaupt? Kann ich das stehen lassen? Ja. Die Landschaften entstehen in einer Zeit, in der es Arno Rink zunehmend schlechter geht. Der Krebs fordert seinen Tribut, schwächt ihn immer wieder, lähmt seine Kräfte, weckt seine Sehnsucht nach einem weiten Himmel. Was ihn am meisten belastet hat, war diese Müdigkeit, die einfach durch die Chemotherapien zustande kam, durch die unterschiedlichen Behandlungen. Denn müde sein, das ging ja nicht. Denn müde sein hieß, nicht hier hinten stehen zu können. Müde sein heißt ja auch müde im Kopf sein, träge im Kopf sein. Und dieses nicht wandern zu können im Kopf und in seinen Fantasiewelten zu leben, das war für ihn, glaube ich, die größte Belastung. Arno Rink kämpft, geht jeden Tag ins Atelier und malt,
wie er es immer getan hat. Gegenständlich, akribisch dem Körper zugewandt und mit sehr viel Ruhe und Bedacht. In all den Jahren des Malens entstehen insgesamt nicht mehr als 200 Bilder. Rink hat sich nie vom Markt treiben lassen, sondern nur von seinen Figuren, seinen Sehnsüchten, seiner Suche nach dem vollendeten Werk. Nichtsdestotrotz war für ihn immer das Wichtigste, dass er in sein Atelier gehen konnte und malen. Es war so schon etwas wie eine überaus große Angst, dass das nicht lange bleibt mehr. Dass es nicht die Angst vor dem Tod war, sondern die Angst, nicht mehr arbeiten zu können, ja. Ein Monat oder 6 Wochen vor seinem Tod saß er verzweifelt auf seinem Sofa und dachte über den Tod nach. Dann habe ich gesagt, du musst etwas tun. Kannst du nicht mal irgendwas? Ich würde gerne von dir die Judith haben. Da guckte er mich mit großen Augen an und sagte, das schaffe ich nicht mehr. Da habe ich gesagt, du musst ja nicht so groß malen, du kannst sie kleiner malen. Und er hat auch sofort angefangen, die Leinwand vorzubereiten und hat dann gemalt. Und hat dieses Bild dann zustande gebracht, was natürlich nicht fertig ist, sondern er ist über dem Bild gestorben. Aber ich glaube, für seine Seele war es gut. Die Farben sind vertrocknet, die Pinsel unberührt. Zurückbleiben die Bilder und Erinnerungen an Arno Rink. Das leere Atelier hinterlässt, egal wann ich hier reinkomme, immer für mich ein großes Gefühl der Einsamkeit. Ich komme jeden Morgen runter und sage zu meinem Hund, du musst wissen, wir sind jetzt allein. Nichtsdestotrotz lebe ich ja mit seinen Bildern und das lässt mich eigentlich manchmal ein bisschen einfach fröhlicher sein.